Du bist dann jetzt live. Stimmt. Wie, ja, das ist das Gas. Da wird's ja wieder, wirst du ja wieder ganz schön heute Ärger kriegen von einigen Männern, die dir erzählen, dass Grillen auf Gas nicht Grillen ist. Wahre Männer grillen auf Gas. Weil wahre Männer sparen sich die ganze Energie für ihre Frauen, die andere Männer verschwenden, um mit Holzkohle zu grillen. Könnte uns mal kurz jemand sagen, ob das Bild passt, weil wir sind nicht sicher, ob man mit WLAN oder LTE filmen soll. Das ist der einzige Grund, warum ich nichts arbeite, ja, weil wir einfach wissen wollten, ob das Bild ankommt, ja, weil wir heute im Freien sind, wie man sieht, ja, weil ich heute Pizza mache und ich mache die Pizza nicht oben im Ofen, ich mache die Pizza hier in diesem Grillding. Und deshalb Bild passt, Ton haben wir keinen, das wissen wir, aber er redet dafür heute lauter. Ja, er redet lauter und meine Frau wird schauen, dass sie ein bisschen näher an mir dran ist, ja, weil ich heute den ganzen Tonschlamassel da oben nicht runtertragen wollte oder konnte. Super, danke. Also Bild und Ton. Bild ist super, Ton geht so. Ja, komm näher. Ja, dann. Komm, erzähl uns doch mal was. Jetzt tun wir Pizza machen. Ich weiß gar nicht, wie viel man Teig nimmt. Also ich bin heute echt ein bisschen aufgeregt, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das da dann darüber bringen soll. Ja? Also wir haben den Grill, habe ich jetzt schon seit sicher einer halben Stunde an. Ja? Das ist so ein Stein, so ein Pizzastein oder Flammkuchenstein. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, hier unten die Pizza zu machen, weil es einfach auf dem Stein besser ist als im Ofen, geht natürlich im Ofen auch, bei brutalster Unterhitze, der ärgsten Unterhitze überhaupt, oder auch einen Pizzastein im Ofen richtig heiß gemacht und dann im Pizzaofen oder im Ofen der Teig, den habe ich gestern schon gemacht, wir können ja danach vielleicht im IGTV-Video das Rezept preisgeben vom Teig. Preisgeben. Und reinschreiben meinst du. So, jetzt machen wir so. Ja, aber das, Scheiße. Nee, das meine ich. Und es ist jetzt ja keine, es ist auf jeden Fall keine rote Pizza. Wir verzichten auf Tomate. Ich habe da einen Sauerrahm vorbereitet. Und habe den abgeschmeckt mit Olivenöl, mit schwarzen Goldpfeffer, mit Piment d'Espelette und den werden wir dann anstatt der Tomate als Basis nehmen. Das da? Ja. Mhm. Das ist okay, oder Schatzi, so? Ich mag es gern dünn. Noch dünner. Ja, der Teig, der wurde auf jeden Fall gestern gemacht. Ich habe ihn jetzt so 24 Stunden im Kühlschrank gehabt. Wenn er 36 Stunden bekommt, ist auch gut oder noch besser. Willst du, hey, warte mal kurz. Magst du nicht den zuerst da drauflegen, dass du den dann da rüber schieben kannst, weil wenn die voll belegt ist? Weißt du, was mein Problem ist? Dass ich normal hast du dafür ja so ein Holzding, ja, da du so. Ja, aber so eins haben wir doch gehabt. Ja, das haben wir nicht mehr. Wieso? Ja, das ist irgendwo hängen geblieben. Mal. Bei irgendeinem Umzug ist das irgendwo geblieben. Und das haben wir leider nicht mehr. Aber es ist ja wurscht. Ich muss dann einfach mit Schwung rein. Ja, ja, aber ich würde... du würdest. Ich mach. Ja, gut. Mal. Ja, dann und blöd, wenn es blöd läuft. Wenn es nicht gelingt, ja, dann hast du ja dafür den Spaß und kannst mich richtig auslachen. Die Spargeln, die habe ich schon mal vorgegart, aber nicht gekocht. Die habe ich angebraten und die haben noch ganz ein leicht Biss. Ja. Ich habe sie ganz scharf angebraten, habe dann einen Schluck Wasser drauf, ja, wirklich so, weiß ich nicht, eine Handvoll Wasser, habe einen Deckel drauf und dann hat das ein bisschen durchdämpfen können. Wie lang? 3-4 Minuten. Weil wenn ich langsam arbeite, bedeutet das ja, dass ich unsicher bin. Ja. Einem fällt die XXL-Pizza von Melzer ein, wo du ihn mal bei Kitchen Impossible hingeschickt hast, weißt du noch? Ja,
weiß ich noch, wo er sich komplett verrechnet hat mit dem Salz beim Teig, oder? Kann das sein? Mhm. Osterschinken, ich tue ihn jetzt drauf. Aber ich meine, jetzt so schaut sie ja schon mal ganz gut aus, gell? Die Frage ist, was dann letztendlich rauskommt. Tut man den Schinken immer schon rein drauf? Ja, klar. Ah ja. Jetzt tue ich Mozzarella drauf. Mhm. Und dann kommt der große Moment, wo sich jetzt meine Frau ganz schön abbecken wird, wenn das nicht gelingt. Hier ist aber schon ein Team. Okay. Gut, also, wir wollen ja alle, dass es gelingt. Obwohl, es wäre viel lustiger, wenn es nicht flutscht. Die Beinhaltung ist auch wichtig dabei, finde ich. Jetzt. Super, jetzt rauf auf den Stein. Läuft. Ostersonntag läuft. So, ich mach gleich die zweite, oder? Ja, mach. Also Pizza machen wir ja ganz selten, gell? Wenn ist Pizza ganz selten. Wirklich etwas, was du eher machst als ich? Ja, ich halt mit Diego. Habe ich schon mal Pizza gemacht? Ja, wenn ich in meiner Anwesenheit. Also bei mir ist das, glaube ich, wirklich ewig her. Aber ich finde, der Teig schaut extrem gut aus und der ist wahnsinnig aufgegangen über Nacht im Kühlschrank. Der ist da schon fast runter getropft. Den Teig, den habe ich, also das Rezept habe ich wirklich schon, ich habe ja von 97 bis 2001 auf Mallorca gearbeitet und das Rezept stammt wirklich noch von daher. Das hast du gestern die ganze Zeit gesucht. Ich dachte, was suchst du? Das habe ich wirklich damals, haben wir da ein Gericht gemacht. Ich mache gern mal Yoga mit euch live, wenn mein Zeh wieder einigermaßen passt. Im Moment bin ich so ein bisschen invalide, kann nicht mal einen Hund. Aber ich könnte sagen, was du machen sollst und du machst es dann. Das wäre auch wieder lustig. Ich jetzt? Ja. Das ist quasi wie live kochen, live Yoga. Ich wieder hinter der Kamera und du bist der ausführende Part. Also ich muss immer den Kasper machen dann. Ja, der Kugelgrill, der ist mit, Gas beheizt. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Nee, ich möchte gerne schauen, wie viel Grad das hat. Ja, Vollgas. Über 350. Darf ich mal reinschauen? Nein, natürlich nicht. Nein, wirklich. Es sind einige, die heute grillen. Ja, wir werden heute Abend auch noch mal grillen. Der oder? Nick macht auch mit beim Yoga. Nick? Ist der Nick dabei? Mhm. Nick, du kannst die Pizza genauso machen. Lass einfach den Schinken weg. Einige meinen, wir sollen das Yoga gleich einbauen. Beim Kochen. Was hältst du von dem Elektrogrill? Ja, ich habe jetzt länger keinen Elektrogrill gehabt, aber ich denke, dass sich da auch technisch viel getan hat. Der Elektrogrill war die letzten Elektrogrills vor ganz vielen Jahren, die ich probiert habe, waren einfach zu schwach in der Leistung. Und deshalb habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt damit. Aber wie gesagt, ich glaube, ein Kumpel von mir, der Christian der Sturmeier, der hat mir jetzt erzählt, hat einen Elektrogrill und der ist super happy damit, ja. Und der ist ja auch ein Griller par excellence, deshalb. Wir, den Pizzateig nochmal, den stellen wir nachher nochmal online. Den haben wir gestern gemacht. Der Roland hat ihn gestern gemacht. Nee, immer wir. Wir sind ein Team. Ja. Koch-Yoga, der sterbende Spargel. Was hast du früher dann mit dem Pizzateig auf Mallorca gemacht? Ja. Ich habe eine sehr feine Variante gemacht. Kann man reinschauen.
flüsterst du? Nix, ich habe nur gesagt, da kann man reinschauen durch die kleinen Löcher. Eine sehr, ja, ich hab was mit Jakobsmuscheln gemacht, also damals, und ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist der Teig ein richtig guter gewesen. Und ich hoffe, oder ich denke mal, dass sich da nichts geändert hat. Also ich bin mal froh, dass das funktioniert hat, dass ich den vom Tisch auf den Stein gebracht habe, weil das wäre wirklich traurig. Sehr schade. Wäre sonst eine Calzone geworden wahrscheinlich. Und ich habe gestern ewig gesucht, wie ich das machen könnte. Und gefunden habe ich, weil uns das Sally mal geschickt hat. Danke, Sally. Was wäre ich jetzt echt im Seich gewesen. So, ich lege jetzt den da schon mal drauf. Jetzt wissen wir, dass es geht. So, Achtung, Beinstellung beachten. Mach jetzt kurz auf, gell? Achtung, auf die Plätze. Fertig. Oh, die dauert aber noch ein bisschen, gell? Ja, ein bisschen dauert es. Aber hat schon was Schönes, gell? Bisschen dickes, sieh. Ich finde. Aber ich hätte mir auch nicht gedacht, dass der so aufgeht. Ja, aber der ist zuerst schon so aufgegangen, also über Nacht. Ja. Und du hast sie ja doch relativ dick. Ich mache die viel dünner. Aber der zieht sich so zusammen wieder, gell? Ja. Aber dann mache ich danach einfach noch eine dünnere, oder? Ja. Dann mache ich eine extra dünne. Kann ich gleich machen. Ist Pizza jetzt noch kochen oder schon backen? Pizza ist backen. Also Pizza ist, ich sage immer, es gibt so ein paar Berufe. Also ein Pizzabäcker, ein richtig guter Pizzabäcker ist einfach es ist komplett ein anderer Job. Genauso wie Konditor oder Metzger oder Bäcker ein anderer Job ist als Kochen. Ich soll die dritte machen, oh je. Wir bereiten natürlich alle Essen zu, aber es sind verschiedene Berufe. Und das, was ein richtig guter Pizzabäcker kann, das ist genauso wie ein Sushi-Meister, genauso wie ein Dimsum-Meister. Das sind alles Berufe, wo du so viel Erfahrung brauchst, wo wir ausprobieren, wo wir mitmachen können. Aber ich werde nie ein guter Pizzaiolo sein. Ich werde mal eine Pizza hinkriegen, aber die wird nie so gut. Ich glaube nicht, dass die jetzt langsam verbrutzelt da drin. Jetzt ist aber schön. Oh, schaut schön. Diego, Pizza. Sieht echt schön aus. Pizza Stein war gerade die Frage. Der war jetzt da beim Outdoor-Chef dabei, aber den gibt es, glaube ich, auch extra zu kaufen. Und man kann den auch in den Ofen tun, oder? Wir hatten mal einen für den Ofen. Also, wir haben einen für den Ofen auch gehabt, aber der muss halt, ja, ich meine, es ist eh klar. Ja, ich meine. Ja, das ist auch geil. Südtiroler Art mit Sauerkraut drauf. Entschuldigung. Ja. Was ist eh klar? Pizzastein? Dass die Temperatur das Allerwichtigste ist. Ja, meine Lieblingspizza in Köln esse ich immer 485 Grad. Das bedeutet, die garen ihre Pizza bei 485 Grad. Und da ist die wahrscheinlich 2-3 Minuten höchstens drin. Lass mal unten schauen, lass mal unten anschauen. Oh ja. Lässt du sie noch kurz oder raus damit? So ist sie raus. Und ich tue aber gleich die nächste rein. Oh, das ist sicher heiß. Besser. Und die wird jetzt dünner. Die können wir ja danach noch als Foto draufstellen, oder Schatzi? Die dünne? Ja. Weil die wird jetzt sicher anders. Was machen die Leute heute zu essen?
auch ganz viele Sachen, eben auch Pizza, aber so Südtiroler Art, wie du es gemacht hast. Ach so, das war kein Dings. Nein, keine, das finde ich aber cool. Ja. Ja, ich meine, bei Pizza bin ich ja sonst echt ziemlich schwierig, wenn es dann, die Leute irgendwie mit Würstel und mit Pommes und so ein Dreck. Also normal ist für mich schon die klassische Pizza eine Margherita. Aber in dem Fall Ostern, Spargel, dachten wir uns einfach, ist das etwas, was gut zu Ostersonntag passt, ohne dass wir jetzt irgendwie ein Lamm braten. Oder also viele braten auch ein Lamm. Manche machen ein Pullet-Lamm mit Pita und Hummus von Stay Spiced. Okay. Die macht die eine Saftkur, das ist auch... Eine Saftkur? Ja. Lamm mit Knödel gibt es noch. Ja, Ente mit Erdnusssoße, Krammelknödel und Sauerkraut. Ja, Ente mit Rote Bete Couscous, Ossobuco, Fisch mit Ofengemüse, Grillen, Krautsalat, Hähnchenschenkel, also lauter leckere Sachen. Wir werfen den Grill bei dem Wetter auch an. Gebratener Spargel à la Roland gibt's auch. Ja, Rote Bete Couscous habe ich auch gehört, das haben wir auch schon mal gemacht. Lamm mit Couscous. Ah ja, weißt du, was wir jetzt als Finale da noch rauf tun? Meerrettich. Weil. Darf ich das jetzt einmal probieren? Ja, gebe ich dir. Heute Pizza mit Fledermaus. Aber auch schön, wie der Schinken jetzt ein bisschen angeröstet ist da. So, du darfst das erste Stück probieren, Schatzi. Mhm. Wann ist eigentlich, ist jetzt heute offiziell die Fastenzeit vorbei eigentlich? Schon, oder? Gestern, glaube ich. Gestern schon. Ich glaube, mit Karfreitag endet sie. Ah, ja. Also früher, als ich Ministrant war, wusste ich das noch genauer. Unten schaut sie sehr schön aus. Weißt du, was ich auch mag, wenn die so steht, wenn die nicht so runterfällt? Geil. Gut. Geil, oder? Mhm. Boah. Mhm. Mega. Boah, da habe ich die geil aufgeregt. Was? Geil. Mhm. Ha? Ich esse wieder Fleisch. Ich habe Fleisch gefastet über die Fastenzeit. Aber ich esse extrem wenig Fleisch. Das war nicht so die schlimme Entbehrung. Ey. Mhm. Also, ganz ehrlich, vielleicht werde ich doch noch Pizzaiolo. Natürlich. Was kann es anders sein? Ja, Teig ist geil. Mhm. Und weißt du was? Der dünne wird noch geiler. Der wird noch geiler. Wenn du ihn darüber bekommst. Oh Gott, das wird jetzt schwierig. Oh, das ist aber geil mit dem Meerrettich da drauf. Mhm. Das ist wirklich Hammer. Oh, das hat mich jetzt beeindruckt. Männer, wenn ihr eure Frauen nach 11 Jahren zusammen und 10 Jahren Ehe immer noch beeindrucken könnt, ja, mit einer Pizza, dann habt ihr alles richtig gemacht. Frohe Ostern, viel Spaß beim Eiersuchen. Schönen Tag. Morgen sehen wir uns wieder. Ciao. Tschüss.